Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Grandia. Jawohl, wir sind hier jetzt nochmal zu viert unterwegs. Wir haben es geschafft. Wir sind in der letzten Folge in... Oh mein Gott, Moment, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht die ganzen Orte durcheinander bringe. Wir sind in Lyon gewesen in der letzten Folge und haben mit den Weisen gesprochen, also mit Darlin und Dorlin haben wir gesprochen und wir haben auch erfahren, dass sie nicht nur die Weisen sind, sondern auch die Wächter sind, ne? Und sie haben uns jetzt hier den Weg eröffnet, damit wir hier weitergehen können. So, ich möchte jetzt nicht anfangen rumzulügen, denn ich muss gestehen, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wie dieser Ort jetzt nochmal heißt. Irgendwas mit Regenbogen, der Regenbogenberg, könnte das sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier runter. Ich wollte gerade sagen, bitte lass mich doch auch runter gehen. So, ich sehe schon, dass hier die zwei ganz wild auf uns sind. Dann wollen wir sie doch mal von hinten angreifen. So, ah, Moment, mir fällt noch gerade ein, dass ich noch Erde leveln. Erde und Feuer musste ich bei ihr leveln. War das so? Ich weiß es nicht mehr, aber ich möchte jetzt erstmal mich hier um Wow kümmern, dass ich das hier maximiert bekomme. Damit level ich ja auch Feuer und Erde zugleich. Also mache ich ja da schon mal nichts verkehrt. So, Angriff Level 1. So, dann darfst du direkt hier mal angreifen. Moment. Den Zerschnitter. Ich weiß nicht, ob sich das hier... Ja gut, das könnte sich hier bei denen lohnen. So, jetzt bin ich mal auf den Schaden gespannt. Ah, ich habe sogar alle drei getroffen. Ja, das ist ja super. Okay, ja super. Da vom Schaden ist das doch perfekt. So, hier warte ich mal noch ein bisschen, obwohl, warte, ich sollte hier nicht geizig sein. Ich werde hier mal hier den Eishieb einsetzen. Zack, und Wind gelevelt, perfekt. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? 364 Erfahrungspunkte. Ja, sie hatten ja alle einen Stufenaufstieg. Na gut, Fina braucht noch ein bisschen. Die ist ja in letzter Zeit ein bisschen abwärts gewesen, wollte ich sagen. Abwesend. Abwesend gewesen. So, hier einmal. Und dann habe ich jetzt auch nur hier einen Weg, den ich entlang gehen kann. Kiemenmolch und hier die Vögel. So, Justin. Ah, da muss ich ja schon ganz ehrlich sagen, was war Aura nochmal? Verteidigt zeitweilig alle Angriffe. Ja, dann setzen wir das doch mal ein. Unsterbliche Aura. Okay. So, dann darfst du hier mit Wow weitermachen. Wer kommt denn zuerst dran? Ich glaube, er wird aber hier noch von Rap überholt. Aber ich gebe ihm das einfach mal trotzdem, denn er teilt oder schießt ja hier mit drei Pfeilen. Dann ist das doch schon praktisch. Lasst ihn bitte in Ruhe. Genau, greift ihn an. So, Moment. Ich glaube, hier werde ich aber auch nochmal diese Fähigkeit hier einsetzen. Und da könnte ich Glück haben. Ja, das sieht doch gut aus. So, und du kümmerst dich am besten hier um ihn. Jawohl. Super. Bei dir ist auch die Aktion abgebrochen. Und hier wird fleißig die Pfeile abgefeuert. So, jetzt habe ich keine SP mehr, weil ich die Aura eingesetzt habe. Super. Setze mal Schlummer ein. So, wenn ihr mögt, dürft ihr dann gerne ein bisschen schlafen. Nee. So, kein Interesse daran, alles klar. Beim nächsten Mal, ich werde hier nochmal Wow einsetzen für... Dieses Mal für ihn. Please protect us. So, und dann wäre es doch schön, wenn wir diesen Zauber jetzt auch maximiert hätten. Dass ich hier mal fertig werde. Wettentritt. Der macht wie ein Hund. Als wollte hier sein Kot vergraben. So. Genau, dann machen wir hier weiter. Ich werde dich angreifen.
Betäubungsnebel. Nein. Und ich bin jetzt da voll reingelatscht. Achso, das geht nur auf einen. Ja, das ist natürlich nice. So, Pina. Und nochmal. Wow. Für Guido. Please protect us. Und dann werde ich mit Justin... Ja, dann werde ich seinen Schlummer nochmal einsetzen. Ich muss ja seine Wasser... Ach nee, Erde, hatte ich gesagt. Ich wollte mich doch auf Erde konzentrieren, nicht wahr? Ja, dann nehmen wir natürlich Boom. Dann nehmen wir doch Boom. Ja, so Guido. Du darfst loslegen und darfst erstmal hier ihn angreifen. Und der letzte Fall bekommt er ab. Bina. Wow, einmal für Rap. Und dann wäre es jetzt schön, wenn wir das jetzt endlich hinter uns hätten. Ich glaube, das dauert immer ewig, ne? Das dauert immer so lange, bis der letzte Stern gefüllt ist. Okay, dann darfst du ihn jetzt platt machen. Zwei Angriffe sollten doch ausreichen. So, Moment. Was kann ich jetzt hier noch einsetzen? Ja, oben, aber ich möchte ihm das nicht wegnehmen. Dann setze ich Kälte ein. Ja, weil sonst hätte Justin ihn jetzt erledigt. Und das ist das, was ich ja vermeiden möchte. Hä? Klugheit ist gesunken. Jetzt hat das nicht ausgereicht vom Schaden. Der will mich auch komplett veräpfeln. Dann mach du ihn doch jetzt mit Zittern platt. So, und dann muss ich mir das mal später, wenn ich euch dann später nochmal rausschneide aus einem Kampf oder wenn ich abspeichere oder ähnliches, dann muss ich mal kurz nochmal Menü und dann muss ich mir mal aufschreiben, was ich mir da jetzt vorgenommen habe zu leveln. Obwohl ich diese Folge hier im Anschluss aufnehme, weiß ich das schon nicht mehr. Also bei... Ich weiß nicht, ob ich bei beiden Erde leveln wollte. Ich weiß, Justin, ihm fehlt nicht mehr viel für Wasser, bis er da Stufe 16 erreicht hat. Damit er da einen neuen Zauber lernt. Ja, ja, ihr wartet da schon fleißig auf mich, ich weiß. So, Moment, lasst mich erstmal das hier mitnehmen. So, und da sind sie dann auch schon. Seid ihr nur zu zweit? Seid ihr alleine on the way? Nein, ihr seid zu viert. Die Dampfvögel. Okay. Genau, dann greift den mal an. Zack, mit 135. Okay. Guido wird erstmal mit Wow Please protect us. Geblessed, gesegnet. Mir ist das deutsche Wort nicht eingefallen. Yes. Deutsch gelevelt. Super. Da müssen wir auch mal nach einer neuen Waffe gucken. Meine Güte. Justin. Schlummer. Um heilen. Heilen, ja. Heilen muss ich nach diesem Kampf unbedingt einsetzen. Hier, bumm, das sieht in der Ecke, glaube ich, ziemlich gut aus. Da könnte ich mit viel Glück alle drei treffen und yes, ich habe Glück. Erde gelevelt. Jawohl, Justin. Sehr schön. So, Guido. Wen möchten wir denn jetzt am besten angreifen? Ich tendiere ja auch zu ihm, aber bei ihm wären wir auf der sicheren Seite, dass der raus ist. Jawohl, Fina. Da machen wir jetzt natürlich mit Zittern weiter. Und zwar bei ihm. Ich hoffe, der... Sehr schön. Stehen ziemlich gut aneinander. Ich dachte nämlich schon, dass der jetzt da abhaut. Dass ich dann nur ihn treffe. Und... Zack. Okay, Rap. Moment, wen greifen wir denn jetzt am besten an? Komm, dann schau mal. Jawohl. Justin. Das ist Kälte. Ja, deswegen hat es ein bisschen anders ausgesehen. Ich dachte, ah komm, Knister nehmen wir. Greift alle Gegner an. Perfekt. Ich glaube, bei Fina musste ich Feuer leveln. Ich weiß es nicht, ich muss gleich nochmal gucken. Bringt jetzt nichts. Mich da jetzt mein Gehirn matschig zu denken. So. Moment, ich denke, ich probiere es mal nochmal mit Wow. Guido. Du bist der Nächste, der zum Angreifen kommt.
So, vielleicht erreichen wir dann sogar die 200 pro Pfeil. Das werden wir jetzt sehen. Ah, schau mal, der braucht nur 72. Justin. Dann bleibe ich hier bei Kälte nochmal. Hier bei ihm. Und es könnte knapp werden. Ich glaube, das schafft er nicht. Aber du schaffst das. Moment mal, deine Fähigkeit benutze ich doch, den Doppelgänger. Super. Das sollte dann funktionieren. Und zack. Allein schon, weil die Animation so gut aussieht von dem Zauber. Ja, er hat um die 207 ausgeteilt. Müssten wir ihm eigentlich Faden abziehen, weil die Animation von dem Frieren einfach zu gut aussieht. 619 und der Pfeil ist an ihm vorbeigeflogen. Schade. Naja gut, weil es halt auch so gereicht hat. 400 Erfahrungspunkte. Und, oh. Ja, ihr könnt nicht hier runter. Schade, kann ich denn hier hoch? Nein. So, hallo? Jetzt habe ich hier nochmal zwei Wege, oder? Ah, super, dann müssen wir mal gucken, welchen Weg ich da jetzt zuerst nehme. Gut, die hier sollten eigentlich kein Problem sein. So, werde ich hier aber natürlich auch wieder Wow einsetzen. Ich glaube... Ja, komm, Guido. Ich werde jetzt auch mit Justin hier Knistern einsetzen. Damit Wasser hier schön fleißig levelt. Ich wollte mich doch heilen nach dem Kampf, fällt mir gerade ein. Jetzt habe ich das doch schon wieder vergessen. Obwohl, ich könnte Bumm nehmen. Die stehen hier doch alle so gut auf einem Haufen. Da kriege ich sie doch alle mit. Weil sie halt auch schon so schön klein sind, meine Güte. So, dann einmal hier runter. Zack. Oh! Was ist denn hier los? Guido, versuch du mal dein Glück. Ja, okay, das sollte ausreichen. Mit den Pfeilen. Jawohl, sie kann doch Wow vorher einsetzen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Erfahrungspunkte das bringt pro Zauber, aber... Yes. Oh nein, jetzt ist noch einer da. Okay. Dann schaue ich mal. Ah, bumm. Werde ich dann einsetzen. Ganz klar. Giant Blast. Ich habe keine Angst, er wird dir nichts tun. Wir haben hier alles im Griff. Perfekt. Und Feuer gelevelt. Aber Feuer muss bei ihm nicht gelevelt werden, glaube ich. So, Moment, Leute. Es tut mir leid. Ich muss da jetzt gucken. Ich kann da jetzt nicht warten. So, Moment. Falsch. Okay, Moment. So, das hier kann ich mir jetzt hier aufschreiben. So. Bei ihm wollte ich... Wasser bis 16 und dann wollte ich mich um Erde kümmern bei Justin. Justin, Wasser 16. Und Erde bis 20. Gut, das sind nur noch drei Level. Das hätten wir dann bald. Das hier ist ja abgeschlossen. So. Bina. Da muss ich jetzt gucken. Also mit Wasser sind wir bei dir eigentlich komplett fertig. Wie ich das hier jetzt gerade sehe. Gut, 23 brauchen wir. Wind. Okay, auf 33 und 35. Wasser. Ach du meine Güte. Da bin ich ja noch ewig unterwegs. 23 und 22. Und Feuer auf 27. Gut, dann kümmere ich mich erstmal um Feuer. Da muss ich auf 27 kommen. Erde. Dann als zweites. Oder ich werde einfach Bumm zaubern, damit ich beides level. Erde habe ich hier auf 20, aber brauche ich mindestens auf 22. So. Und Wasser brauche ich auf 35. Das ist schon heftig, finde ich. Und Wind auf 33. Na gut. Bei Wind sieht es da jetzt nicht so schlimm aus. Da sind wir schon bei 29. Aber okay. Gut, alles klar. So, jetzt muss ich hier gucken, welchen Weg ich hier nehme. Moment. Ich glaube, das hier ist nur Sack. Ah, nein. Die kommen jetzt hier runter. Ah, verdammt. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Ah, ich glaube, ich komme so zur Kiste. Toll. Verteidigungssamen. Jawohl. Den werde ich dann auch direkt benutzen. Für Justin, ganz klar. Super, schön, dass wir darüber gesprochen haben, denn ich muss die Heilung hier einsetzen. So, und vielleicht erreichen wir dann jetzt dadurch auch Level 16.
Nein, da fehlt uns noch ein bisschen was. Das wird nicht reichen. Okay. Gut, dann haben wir jetzt nur noch diesen Weg hier. So, ich weiß, dass ihr hier runter möchtet. Ihr springt hier durch die Gegend. Okay. Auch ganz seltsam. Aber naja, was soll's. Das bekommen wir hin. So, Guido, dann probier du doch mal dein Bestes. Ja, das hat ja bei dir eben jetzt nicht so geklappt. Deshalb würde ich da jetzt dann Heulen einsetzen. 13, das ist wirklich sehr wenig. Aber okay. Dann nehmen wir hier... Moment. Feuer wollte ich jetzt erstmal mit ihr zaubern. Dann nehmen wir die Flammenfackel. Die Flammenfackel nehmen wir zuerst mal. Zack. Und wie findet ihr das? Ah, das war's schon. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh Gott. Nein, ihre Zauber sind einfach zu stark. Weil wir jetzt halt die starken Zauber einsetzen müssen. Oh, da ist noch einer. Moment, ja, aber du greifst mich nicht von hinten an. Das ist uncool. Ihr werdet jetzt sowieso verbrannt. Gott, das ist schon schrecklich an. So, Moment. Aber die wollen es ja auch nicht anders. So, Justin, da muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken. Wasser setzen wir hier ein. Gut, dann werde ich natürlich Knistern einsetzen. Mit Wind zusammen bräuchte ich ja jetzt eigentlich nicht, weil Wind müssen wir bei Justin nicht leveln. Und tschüss, das war's, oder? Ja. Wir waren eben bei 54, glaube ich, Erfahrungspunkte. Mit dem Wasser. Und sind bei 80. Waren wir bei 54? Ich weiß es nicht mehr, aber wir sind jetzt bei 80. So, ich bin von hier gekommen. Gehe ich jetzt erstmal hier hoch? Ne, ich bin von hier gekommen. Stopp. Ich kam von hier. Das bedeutet, ich muss hier rüber. Super. Und habe hier wieder einige Freunde. Super, das ist ein Hinterhalt. Das ist gar nicht so super. Okay. Ja, einmal knistern oder einmal die Feuerfackel. Sollte... Okay, die Feuerfackel dann eher weniger. Gut, mit dir brauche ich das nicht einzusetzen. Aber du kannst ja die Flammenfackel einsetzen, obwohl ich ja mit dir jetzt nicht wirklich hier jetzt... Kopftanz. Moment mal, ich glaube, die gab es auch in Grandia 2, diese Gegner. Dieser Kopftanz kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Feuer gelevelt. Dieser Kopftanz. Oh, der kommt mir doch, ich glaube, aus Grandia 2. Kann ja nur aus Grandia 2 sein. Oder haben wir schon mal am Anfang des Spiels gegen die gekämpft? Oh, hier komme ich noch irgendwo hin. Wahrscheinlich ist das eine Sackgasse da. Ich werde mal drüber klettern. Mal schauen. So. Okay, dann wollen wir hier mal weitermachen. Und zwar mit Knistern. Ganz klar. Und vielleicht komme ich dann jetzt auf Level 16 und lerne was Neues. Nein, ich habe nichts Neues gelernt. So, aufpassen. Hier kommt die Flammenfackel. Du darfst ja natürlich gerne mit deinen Pfeilen schießen. Falls es dazu kommt. Okay. Feuer gelevelt. Perfekt. Ich weiß aber nicht, auf welchem Level du bist. Ich habe mir nur aufgeschrieben, dass ich auf Level 27 kommen muss. Aber das kann man sich ja mal kurz anschauen. Wir sind auf 23. Okay. So, einmal hier rüber. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Oh, wie ärgerlich ist das bitte. Moment. Nee, Quatsch. Das hier war richtig. Oder? Nee, hier laufe ich nochmal zurück. Hier habe ich die Folge angefangen. Dann muss ich hier rüber. Und dann hier rüber. Wie komme ich aber dann jetzt da oben hin?
So, lauf mal schnell. So, komme ich hier oben hin. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Ich finde das hier so unnötig. Ich sehe davon ja eh nichts. So, dann kommt ihr mal her. So, dann habe ich aber nur noch ein anderes Seil. Ah, ich glaube, ich hätte das Seil hochklettern müssen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke. Aber ich musste ja sowieso noch mal hier hin. So, und nein, ich kann Knister nicht mehr einsetzen. Gut, dann setze ich eben die Kälte. Ach, das kann ich nur bei einem. Nee, dann setze ich. Moment mal, Erde muss ich auch leveln. Mit Justin Wasser und Erde. Gut, dann setze ich hier Zittern ein und da dürfte ich dann mit viel Glück auch alle treffen sogar. Ah ne, den oben rechts werde ich nicht kriegen. Glaube ich nicht, aber die anderen. Oder? Kriege ich ihn doch. Doch, ich habe alle bekommen. Richtig nice. So, Guido, dann schießt du mal los. Ich würde sagen, hier mit denen. Du darfst jetzt deine Fähigkeit hier einsetzen. Das wäre ja richtig nice. Damit könntest du ein paar Stück treffen. Drei Stück. Okay. So, Fina. Wow, ist maximiert. Perfekt. Alles maximiert hier vorne. Richtig gut. Dann darfst du hier jetzt... Moment. Nein, mit Feuer machen wir jetzt erstmal weiter. Dann nochmal die Flammenpackel. Perfekt. Wurf gelevelt. Yes. Okay, weiter geht's. Und zwar. Kann ich noch Schlummern einsetzen? Ob es wirkt oder nicht, aber es ist halt Wasser. Jawohl. Ah, auferstehen hat er gelernt. Ja, super. Perfekt. Und jetzt kann ich mich bei Justin jetzt mal um Erde kümmern. Okay. Bina, Moment. Wir machen trotzdem hier mit Feuer weiter. Ja, aber nicht mehr mit Flammenpackel. Gut, muss ich Flammenglut einsetzen? Geht nicht anders. Dann nehme ich aber ihn hier. Und du kannst den angreifen. Ah, vielleicht ist er jetzt nah genug. Wann? Ja. Gerade so. Okay, und weg ist er. Justin. Erde. Wir wollten Erde einsetzen. Ja, Erde. Dann einmal zittern. Da fehlen nämlich nur 3 Level. Weil wir sind auf 17 und ich muss auf 20 kommen. Sehr schön. So, und was hat er uns jetzt noch dagelassen? Einen Auftrank. Das ist ja nett. Das können wir bestimmt gebrauchen. So, Moment. Hier hatte ich doch noch ein Seil. Achso, stimmt. Hier kam ich dahin. Ja, jetzt kann ich bestimmt den ganzen Weg nochmal außen rum entlang laufen. Werd nicht... Ah, doch. Komme ich denn hier nicht hoch? Kann ich hier nicht hochklettern? Aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich muss doch einen Weg geben, um da hochzukommen. Ach so, von hier... Hä? Hab ich gar nicht gesehen. So, Moment. Sorry, Leute. Ich stehe hier wohl etwas auf dem Schlauch, wie mir scheint. Ah, da ist noch ein Seil. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen, als ich dort war. Ja, Tatsache, hier ist er. Hier komme ich dorthin. Super, das nehme ich mit. Einen Lebenssamen. Greift mich bitte nicht von hinten an. Ich wollte mich nur umschauen. Einen Lebenssamen. Den werde ich natürlich auch Justin geben, ganz klar. Falls ich hier mit Justin nochmal in der Zukunft alleine kämpfen muss. Das kam mir jetzt schon öfter als einmal vor. So, Fina. Unser Ziel ist Erde. Dann bleiben wir doch bei Zittern. Angriff von beiden Seiten, da bin ich halt auch nicht der größte Fan von. Jetzt kriege ich nur die beiden hier.
Das ist dann schon ein bisschen nervig. Und möchtet ihr jetzt Erde gelevelt? Perfekt. So, Justin. Justin. Erde. Ja, du kannst noch Zittern einsetzen. Ich glaube, die lasse ich jetzt mal und werde die angreifen. Dann kann sich nämlich ganz genau der Guido und der Rap sich mit den anderen beiden da auseinandersetzen in der Zeit. Da habe ich dann, glaube ich, mehr von. Und mit Guido sowieso, wenn er dreimal der Pfeile abschießt. Das war aber bei Sue nicht, ne? Sie hat damals nur zwei Pfeile abgeschossen, oder? Was? Nur drei habe ich abgezogen? Dein Ernst? Sind die auch so gut gepanzert? Das ist... Oh my Jesus, das ist ja nervig. Okay. Das müssen wir dann anders regeln. Zittern ist maximiert, wie ich sehe. Pina. Feuer. Feuer wollte ich eigentlich einsetzen. Muss ich nochmal die Flammenglut einsetzen? Moment. Mache ich das doch mal hier. Ah, kriege ich den da noch? Ich glaube ja. Nein. Ich habe falsch geglaubt. Was war denn hier los? Warum ist der denn jetzt da so um die Ecke geflitzt? Okay. Justin. Ich muss nochmal gleich mit meinem Textmarker ran, damit ich das direkt auf Anhieb sehe. Erde. Ja, die Zeiten sind aber jetzt vorerst vorbei. Habe ich hier noch irgendwas mit Erde? Nee, ne? Oh, das sieht... Ja, gut. Ich könnte Bumm einsetzen. Bumm. Hier einmal. So, mein Textmarker hier für Justin. Super. Und dann nehme ich hier grün, Erde gelevelt. Perfekt, Justin. Du machst mich unfassbar glücklich damit. So, Fina. Und bei dir Feuer. Brennen sollte ausreichen. Hoffe ich doch. Du darfst natürlich auch noch angreifen. So, und Fina bekommt den grünen Textmarker hier. So. 96 nur. Okay. Ich dachte, sie würde da ein bisschen mehr austeilen, aber das macht ja nichts. Hauptsache, sie hat Feuer eingesetzt. Okay. Okay, ihr beiden seid noch da. Oh, nein, oh, wie dumm. Wie dumm. Oh. Gibt's da hinten was oder ist das da hinten eine Sackgasse? Ich dachte, wenn ich noch ein kleines Stückchen näher gehe, dass ich ein bisschen mehr sehen würde, aber ich habe gar nichts gesehen. So, Fina, Moment, dann setzen wir hier die Flammenglut ein. Moment, du bist doch hier unser, ja, bestes Opfer. So, trotz Hinterhalt kommen wir als erstes an die Reihe. Da guckt ihr wohl alle ein bisschen blöd, ne? Hier, ihr Echsen, Feuer gelevelt, sehr schön. Bei dir ist das jetzt natürlich schlecht. Aber auch vier. Moment mal. Greife einen Gegner mit vier Flammen an. Oh ja, das vier Flammen. Ja, nehmen wir auch hier dich. Okay. Oh, da scheint dann auch schon der ein oder der andere raus zu sein. Okay. Das kann ich nehmen. Schlummer. Na, was haben wir ja schon auf 16? Brauche ich vorerst nicht. Ich muss mich erstmal um Erde kümmern. Ich finde es immer noch schade, dass wir keinen Speicherpunkt hatten. Verbrenne einen Gegner mit Feuer. Nur einen Gegner. Das ist halt immer so nicht so meins. Greife alle Gegner mit Drachenschock an. Ja, dann setzen wir das doch mal ein. Auch wenn das jetzt ein bisschen übertrieben ist, weil sie jetzt nicht mehr so viel haben, aber... Naja. So, und dann werde ich... Wow! ...ins Menü gehen und uns heilen. Oder muss ich geheilt werden? Wir werden sehen. Zaubern. Da benutze ich aber jetzt Fina. Heilen. Der muss nicht geheilt werden. Sie müsste aber noch ein bisschen geheilt werden. Super. So, jetzt schaue ich mal, was hier hinten abgeht. Nein! Nein! Oh, doch.
So, heilen, okay. Und ich muss einmal nochmal zurück. Ich bin hier nicht fertig. Ich bin hier nicht fertig, denn hier kann ich noch runter. Ach so, das ist eine Sackgasse dann auch schon. Eine Kiste ist hier. Seide. Okay, wer möchte das denn haben? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Moment, wer hat denn diesen Gegenstand? Er hat das. Phantomseide. Blizzard-Resistenz, Wasser und Wind. Okay. Aber das möchte doch gar keiner von denen anziehen. Okay. Mysteriös, das Ganze. So, heilen, ja, ja. Ich werde aber jetzt auch mal schnell speichern. Genau, der Regenbogenberg. Ah, die kommen hier runter? Nein, sie kommen nicht hier runter. Okay, Moment mal. Ich glaube, ich laufe mal hier erstmal hier rechts entlang. Ja, sehr schön. Nehmen wir mit. Sag mal, ich muss doch jetzt auch mittlerweile stinkreich sein. Okay, nee. So, nein, das wollte ich nicht. So stinkreich bin ich gar nicht, aber ich würde trotzdem gerne mal ein bisschen Geld ausgeben, damit ich mir mal neue Sachen kaufen kann. Und vor allen Dingen mal die Sachen aus meinem Versteck mal zu mir nehmen und verkaufen. Ich habe so viel Kram da drin, den ich gar nicht mehr benötige. So, just in. So, dann geht's jetzt hier natürlich... Am liebsten würde ich ja das hier die ganze Zeit einsetzen, damit ich das mal maximiert bekomme. Ja, aber wir wollen ja erstmal Erde einsetzen. Aber Moment mal. Ich hab doch hier bestimmt noch irgendwas mit Erde. Nein, das ist nur diese Fähigkeit hier. Ja, okay, gut. Dann müssen wir eben... Moment, habe ich hier noch irgendwas? Nein. Ah, Bumpeng hätte ich noch im Angebot. Greife alle Gegner mit Magma an. Feuer und Stein. Oder Erde vielmehr. So, muss man gerade einen Schluck Wasser trinken. Okay, das war aber schwach. Da habe ich mir ein bisschen mehr Schaden drunter vorgestellt, um ehrlich zu sein. Genau, schießt du den mal ab. Und du auch, Justin. Und Fina. Wir werden Feuer einsetzen. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, hier könnte Brennen sogar reichen. Ah, ne, jetzt stehen sie zu weit auseinander. Aber ich glaube... Ne, vorher wäre es gut gewesen. Okay, Justin. So, dann zittern, nein, Bumpeng, hatten wir gesagt. Kostet 10 MP. Aber nun gut, ich kann ja nochmal zurück zum Speicherpunkt laufen und mich da kurz regenerieren. Ich möchte endlich noch mehr neue Fähigkeiten lernen. So, 240 Moneten. So, nochmal zurück. Springt die auch hier runter? Nein, springen sie nicht. Okay. Und weiter geht's. So, hier komme ich nach oben. So, dann haben wir wieder die Vögel. Was haben wir denn noch hier? Ja, Gold. Ja, hallo, ich weiß. Aber hier sind erstmal noch die anderen, um die ich mich kümmern möchte. Okay, hello, Stammvögel. So, wenn wir jetzt mal nicht hier... Bumpeng einsetzen wollen... So, dann verlieren alle so um die 300, ne, so ungefähr, war das doch. Ja, dann kann Fina direkt, Moment, Feuer. Ja, da habe ich sonst nichts, da ist alles schon maximiert. Dann würde ich sagen, ah, Moment mal, der Drachenschock greift alle Gegner mit Drachenschock an. Das besteht ja auch aus Feuer. Dann setzen wir das ein. Und ich würde Wind noch parallel dazu leveln. Das ist gut, weil Wind brauche ich ja auch auf 33 bei ihr. So, ich weiß nicht, wen greifen wir denn an? Wer hat denn hier die meisten? Ja, mit 474. Genau. Heute Abend gibt's... Hähnchen geschnetzeltes. Ihr werdet jetzt mal ordentlich gegrillt hier.
aber sowas von ordentlich. Da muss dir ja gar niemand mehr nachhelfen. Perfekt. So, dann geht's weiter. Hier ist doch noch ein Vogel gewesen. Können wir das Ganze noch einmal tun? Ich glaube, ich werde jetzt auch nach diesem Kampf hier euch dann anfangen, aus den Kämpfen rauszuschneiden, denn das wiederholt sich ja alles so ziemlich. Und werde euch dann nochmal reinnehmen, falls ich irgendwie was von den Gegnern her ändern sollte oder wir was Neues gelernt haben. So, du greifst ganz klar die Vögel an. Pina, möchtest du das Ganze nochmal? Ach Gott. Level 3 MP nur 29. Ja gut, dann die Flammenfackel. Dann eben die Flammenfackel. Feuer muss ja auch gelernt werden. Wollte ich diese Fähigkeit nur einmal einsetzen, weil ich nicht genügend MP habe. So, genau, dann du weg. So, Justin. Bumpang. Für einen Gegner. Setzen wir das ein. Für einen Gegner. Rap hat Dämonenkugel gelernt. Ja. Das ist doch toll, dass wir solche neuen Sachen lernen hier mit ihm. Das ist jetzt. In der letzten Folge hatten wir nämlich auch die Todesklinge gelernt, die ich noch nicht eingesetzt habe. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Dann werden wir uns das nämlich auch gleich anschauen. Also ich werde euch dann im nächsten Kampf dann doch noch mit dabei lassen. Was ist das denn? Zeittor, wann habe ich das denn gelernt? Das war eben noch nicht, als ich WoW gelevelt habe. Wann kam das denn? Zeittor hält für alle anderen die Zeit an. Also friere ich die Gegner kurz ein, dass sie sich nicht bewegen können. Also stopp. Ja, wie man das aus dem Final Fantasy kennt. Wann kam das denn? Das würde ich ja mal gern wissen. Das war nämlich eben leer. Ich muss... Ist das, als ich Erde eben gelevelt habe oder so? Ich muss mal gleich gucken. Da muss ich mal gleich nachgucken. Das ist ja... Wahnsinn. Wind. War das, als sie Wind gelernt hat? Nee, das kann nicht sein. Ich bin ja bei Wind noch nicht bei ihr mit 33. Quatsch. Hält für alle anderen die Zeit an. Das ist ja cool. Okay. Und auch schon maximiert. Wundert mich. Was wollte ich nochmal tun? Achso, ja, ich sollte Feuer einsetzen. Das ist ja mega. Das ist richtig gut. 135 und tschüss. So, da muss ich auf jeden Fall ins Menü. Das interessiert mich jetzt. Oh, Fina. Level 31 erreicht. Jawohl. So, da muss ich jetzt mal gucken. Zeittor, Wind auf... Aber, hä? Ich habe Wind doch gar nicht auf 33. Und ich habe Wasser auch nicht auf 35. Warum habe ich das denn gelernt? Hä? Das verstehe ich nicht. Und dann auch schon direkt maximiert. Hä? Wie kam das denn jetzt zustande? Das ist ja funny. So, Dämonenkugel. Genau, weil das Messer aufgestiegen ist. Oder das, ja, ist ja das Messer. So, Messer brauchen wir noch auf 24. Das Schwert auf 25. Und da bekommst du auch nochmal eine Wurfwaffe ausgerüstet, damit wir die letzte Fähigkeit noch lernen können. Ah, das ist ja göttlich. Das ist ja richtig toll. Ja gut, bei dir gibt es nichts zum Lernen, ne? Deshalb lasse ich die ganze Zeit ja auch ganz normal angreifen. Genauso wie ich das bei ihm halt auch mache. Oh, cool. Das sind ja tolle Neuigkeiten. So, aber ich verstehe das hier nicht. Wie konnte ich das denn lernen? Zumal mir das gar nicht angezeigt wurde, oder?
muss in der Nachbearbeitung muss ich mir das mal genauer anschauen, aber das wäre mir ja aufgefallen, wenn aufgeploppt wäre, dass wir Zeitor gelernt haben. Sehr mysteriös. Und ich ja noch nicht mal die Bedingungen erfüllt habe, um diesen Zauber überhaupt lernen zu können. Das ist... keine Ahnung. Vielleicht, weil sie Ikariarin ist und da läuft das alles nochmal ein bisschen anders. Ich habe keine Ahnung. Okay, so. Dann haben wir die Raps-Kugelangriff auf einen Gegner. Okay. Das ist die Todklinge. Sekundentod. Das würde ich mir halt schon gerne anschauen zuerst. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ich bin überrascht. Pina. Ja, jetzt... weiß ich natürlich nicht mehr, was ich machen wollte. Ich werde erstmal einen Erdzauber einsetzen, weil Erde muss ich nämlich noch lernen. Das ist Wasser und Wind gewesen. Ah, da hätte ich doch Feuer einsetzen können. Ich muss gleich nochmal ins Menü. Es tut mir leid, ich muss da nochmal kurz nachhaken. Ja, nee, das bringt eigentlich gar nichts hier bei denen. Deshalb mache ich mal die Moog-Bombe. Und diese Fähigkeit könnten wir auch noch von Fina dann einsetzen. Kostet zwar 25 MP, aber... damit wir das mal gesehen haben. So, die Moog-Bombe. Bum, bum, bum. Zack. So, Justin. Bei dir war's Erde. Dann setzen wir doch da natürlich... ah, Moment. Bumpeng ein. Ich bin total verwundert. Ich mach mir da... ich zerbreche mir gerade voll den Kopf deswegen, warum sie das denn jetzt schon gelernt hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Spezialattacke, Fina, Zeitor, Wind und Wasser auf 35. Ja, Moment mal. Da müsste sie ja aber dann bald auch das hier gelernt haben. Weil ich kann ja nicht hier Wasser auf 35 haben und hier die 23 noch nicht erreicht haben mit Wasser. Das ist ja ein Witz. Gut, Feuer muss ich bei ihr halt noch... ja gut, ich mache erstmal Erde bei ihr. Genau, erstmal Erde. Okay, ich wollte noch irgendwas gucken. Mit Justin. Ja, Erde. Wie viel braucht er da noch? Moment, das sehe ich hier, glaube ich, nicht. Das sehe ich hier. Gut, 45, alles klar. Wo kommen wir hin? Das sollten wir schaffen. So, wo sind hier noch Gegner? Hier sind keine mehr, ne? Gut, dann kann ich mich ja hier... genau, euch habe ich gesehen eben schon. Ah, ich glaube, ich muss hier links dann die andere Seite. Ich glaube, ich habe da was gesehen. So. Dann setze ich natürlich jetzt erstmal hier... genau, Bumpeng ein. Und dann schauen wir uns mal gleich die Dämonenkugel an. Okay, aber nicht bei den Gegnern. 364 Erfahrungspunkte, ja. Immerhin. Ja, da über diesen Baumstamm muss ich. In Ordnung. Und dann treffe ich da auch auf alte Freunde. Okay, dann let's go. Doch, die gab es in Grandia 2 auch. Ich glaube, die hatten aber eine andere Farbe. Und die sind auf dem Kopf so wirklich rumgetanzt. Die sind da eine komplette Runde rum. Genau. So, als erstes mal die Dämonenkugel. So, genau. Du bist hier jetzt mein Opfer. Dich habe ich jetzt ausgewählt. Das möchte ich jetzt gerne sehen. Okay. Hätte es jetzt noch eine Zustandsveränderung gegeben? Das hat nämlich fast so ausgesehen. So, dann... einmal zittern. Hier. Du bist ein gutes Opfer. So. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Wort Opfer habe im Moment. Nein. Achso, doch. Ich... ach ja, aber das ist so... nee, komm. Ich nehme die... die Moge-Bombe. Good. Take this.
Ach Gott, haben wir da unfassbar viel Schaden ausgeteilt mit dieser Bombe. Ich lach mich kaputt. Okay, das hätte auch besser laufen können, aber jetzt muss ich noch mal gucken. Auch Erde wollte ich mit ihm leveln. Erde. Genau, deswegen setzen wir hier Bumpeng ein. Was ich dann auch überlegen muss, ich setze doch schon die ganze Zeit Bumpeng ein. Und auf Wiedersehen. What a cinch. Okay, 400 Gold. Yes. Okay. So, entschuldigt, ich muss euch gerade rausschneiden. Ihr habt es eben schon gemerkt, dass ich so kurz stumm gewesen bin. Ich habe gesehen, dass meine Schwester probiert hatte, mich anzurufen. Und, hier komme ich hoch. Und die habe ich jetzt mal gerade zurückgerufen. Deshalb hier mal einen kurzen Cut. Ja, ich möchte erstmal hier durch. Ich muss erstmal hier durch. Da sieht doch aus, als könnte man da hinten vielleicht was aufsammeln. Durch diesen Geheimgang, in Anführungszeichen, nenne ich es jetzt mal. So, Fähigkeit. Oh. Ach, Guido, du bist... ja, du kannst den hier angreifen. Ich wollte hier... Ich dachte eigentlich, ich wäre hier mit Rap unterwegs. Genau. Denn ich wollte hier nochmal Todklinge. Kostet nur 12 SP. Ich bin ja irgendwie da voll begeistert von dieser Fähigkeit. Und möchte auch mal wissen, ob das mal nicht funktioniert. Oder funktioniert das wirklich immer? Komplett weg. Richtig nice. Okay, Fina, wir sind bei Erde stehen. Nee, ich setze jetzt mal Zeittor an. Ich möchte das jetzt mal sehen. Ach Gott, trotz dass die Fähigkeit gemeistert ist, bewegt sie sich sehr, sehr langsam nach vorne. Okay. Genau, wie gehabt. Bumpeng. Ich glaube, dieses Zeittor ist praktisch, wenn man einen Boss bekämpft. So, das war's jetzt schon. Jetzt konnten wir das leider nicht sehen. Schade. Wirklich schade. Wenn nicht, muss ich das mal gleich probieren und die andere so in die Verteidigungsposition einfach mal einbringen. Und Justin hat Level 33 erreicht. So, erstmal hier durch. Gibt's hier einen geheimen Weg? Vielleicht? Irgendwo. Okay, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich dachte eigentlich, dass hier vielleicht ein geheimer Weg wäre. Und ich habe jetzt mal die A-Taste gedrückt. Aber ich habe da wohl irgendwas aufgesammelt. Ich glaube, der kommt gleich runter. Oh, was ist denn hier los? Hier ist ja, ach du meine Güte, hier ist ja mehr los als gedacht. Aber eine Sackgasse. So, dann gucken wir mal, was wir hier für eine Kiste haben. Vertrauen. Ich habe doch schon mal sowas gehabt. Ich glaube, das liegt in meinem Versteck. Vertrauen. Beschleunigt IP eines Freundes dauerhaft. Aber ich kann das nie einsetzen. Band des Vertrauens. Ich habe keine Ahnung. Setzt man vielleicht im Kampf ein. Ich probiere das mal gleich. Möchtest du mal runterkommen, bitte? Gut, dann kämpfen wir einfach mal gegeneinander. Ich möchte das jetzt wissen, was das ist. Ich glaube, das ist bei Rap im Menü. Im Inventar, im Menü, genau. Im Raps Menü ist das. So, Vertrauen. Beschleunigt IP eines Freundes dauerhaft. Ja, Justin. Band des Vertrauens. Okay. So. Und... Ah, hat erledigt mit Bumpeng. Gut, dann setzen wir hier eben Bum ein. Gar kein Thema. Feuer gelevelt. Bei Justin. Ja. Ist ja schön. Aber hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht. So, Zeittor möchte ich jetzt einsetzen. Würde mich sehr darüber freuen, wenn das jetzt mal funktioniert. So, Moment. Wen kann ich denn jetzt am besten angreifen? Ich greife dich mal an. Jawohl, Wurf gelevelt. Zeittor. Also hat das doch damit was zu tun, dass sie Ikariarin ist. Vielleicht kann man das erst lernen, sobald sie... Sobald diese Szene passiert war mit Justin.
Ach, für alle ist die Zeit angehalten, auch für uns. Oh. Okay. Schleudere. Nein, nicht auf einen Gegner. Zufälliges Heulen, das geht auf alle. Wie die Musik dann auch auf stumm gestellt ist. So, das Ganze nochmal. Ich würde gern wissen, für wie lange das anhält. Aber wirklich für alle. Okay. Was kann ich denn jetzt noch tun? Knistern? Könnte ich einsetzen? Also das hat schon was. Das hält auch lange an, finde ich. So, und jetzt läuft die Zeit nochmal normal. Okay. Interessant. 480 Gold, das hat bestimmt damit was zu tun wegen dieser Szene, als die beide vom Flugschiff runtergefallen sind, beziehungsweise Fina dann gesprungen ist. Das muss damit zusammenhängen. Hier komme ich auch hoch. In Ordnung, aber ich kümmere mich erstmal um dich. Jawohl, Justin hat Beben erlernt. Justin hat Beben erlernt. Ich wollte euch eigentlich hier draußen lassen. Ich habe eben hier jetzt auch nochmal die Todesklinge von Rap eingesetzt und es hat funktioniert. Er hat die kompletten 800, hat er ihn runtergewirtschaftet. Direkt tot war er. So, jetzt bin ich hier maximal überfordert, weil ich schon nicht mehr weiß, was ich hier tue. Feuer. Feuer, Flammenglut. Blaze, brightly, oh flame. So, Beben hat Justin erlernt. Muss ich da auch gleich nochmal ins Menü und da mal gucken. Ich glaube, ihm fehlt nur noch eine Fähigkeit und dann ist Justin komplett fertig. So, werde hier nochmal die Todesklinge einsetzen. Dann hat sich das hier mit ihm erledigt. Das ist ja voll praktisch. Zack und weg. Sehr gut. Sein Deutsch ist auch wieder aufgestiegen eben. Ich glaube, diese Fähigkeit kann ich aber auch nur mit dem Dolch dann einsetzen. Könnte ich mir gut vorstellen. So, dann Justin. Schauen wir mal. Beben. Starkes Beben greift alle Gegner an. Stufe 3 Zauber, okay. Jetzt bin ich hier aber wieder falsch. Okay. Dann muss ich jetzt trotzdem noch Erde einsetzen, bis ich Erde Level 20 erreicht habe. Und dann kann ich mich voll auf das Wasser konzentrieren. Und dann bin ich mit Justin fertig. Also nur noch Erde und Wasser. Und Erde brauche ich 20. Da bin ich ja jetzt auf 19. Und Wasser brauche ich auf 20. Und bin bei 16. Okay. So, final gucke ich bei dir nochmal gerade. So, Feuer 18 haben wir. Dann Erde. Okay, dann tun wir das doch. So, hier wollte ich mal... Achso, ja, gut, das habe ich ja schon. So, hier war ja kein Gegner mehr. Hier bin ich nochmal beim Wasserfall. Dann klettere ich jetzt mal hier hoch und sehe hier dann auch schon wieder meinen nächsten Freund auf mich warten. So, kümmere mich aber erstmal um die. Ich habe hier rechts an dem Wasserfall einen Regenbogen, glaube ich, gesehen. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich habe nämlich hinten noch einen anderen Weg. Den wollte ich erstmal eigentlich noch zu ablaufen. Ja, hier benutze ich die Flammenfackel. Ich glaube, dann ist es das auch gewesen mit den allen. Die gehen ja mit Feuer ziemlich schnell und gut kaputt. Yes. Wunderbar. Wunderbar. Aber trotzdem laufe ich jetzt erstmal hier lang. Oha. Eine Kraftfrucht. Ja, benutzt natürlich... Also, was heißt benutzen? Das bekommt natürlich Justin. So, zack. In Ordnung. Seht ihr? Da ist der Regenbogen. Da müssen wir auch hin. So, ich hoffe, dass ich dafür aber den anderen Weg entlang laufen muss.
So, hier habe ich euch rausgeschnitten. Hier gab es jetzt nichts Besonderes. Habe jetzt natürlich etwas Erde mit Justin versucht zu leveln. Aber das hier sieht mir alles irgendwie ein bisschen zu richtig aus. Nö, da gehe ich nochmal... Nee, stopp, Moment. Da muss ich dann doch nochmal hier runter und muss erstmal den anderen Weg da ablaufen. Da muss ich dann doch erstmal hier hin. So, denn ich konnte ja auch hier rechts hier hoch. Dann mache ich das mal zuerst. Ah, super. Eine Sackgasse gewesen. So, ich glaube, der Weg ist gar nicht mehr so weit. Bis zum Speicherpunkt, ne? Ich glaube, ich konnte hier irgendwo dann auch... Genau, da unten ist er. So, da muss ich dann nochmal komplett außen rumlaufen. Aber das mache ich jetzt mal eben schnell. Damit ich hier meine Fähigkeiten nochmal... Oder beziehungsweise meine MP regenerieren kann. So, Chip heilen. Gut, speichern brauche ich nicht. Das wäre... glaube ich, nicht nötig. Achso, ja, stopp. Ich muss die A-Taste noch dabei drücken. So. Dann. Genau, einmal hier rüber dann nochmal. So, und dann sind wir ja dann schon wieder hier. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, und um euch kümmere ich mich als nächstes. Hier geblieben. Und das Schwert von Justin ist gelevelt. Mit ihm habe ich jetzt diesen Dragon Slash eingesetzt. Diese Fähigkeit, die er von Gerdun gelernt hatte damals. Denn da ist ja auch Erde mit dabei. So, hier geblieben bitte. Gut, hier ist Feuer von Pina aufgestiegen. Da fehlt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel, bis sie dann Level 27 erreicht hat. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ne, hier bin ich ja alles abgelaufen. Genau, hier hatte ich das ja aufgesammelt. So. Hier rechts bin ich hochgekommen. Dann muss ich jetzt hier rüber. Genau. So, an euch laufe ich jetzt erstmal vorbei. Das nehme ich sehr gerne mit und habe hier wieder einen Verteidigungssamen, den ich jetzt dann auch wieder Justin gebe. So. Nicht wahr, Justin? So. Komme ich hier rüber? Nein, ne? Das funktioniert so nicht. So, hallo? Moment, ich komme gleich auf euch zurück. Ich möchte jetzt einfach nur mal gucken, was mich jetzt hier erwartet. Alles klar, hier bin ich dann auch schon richtig. Okay, alles klar. Dann werde ich jetzt mal diese Gegner hier jetzt noch schnell bekämpfen. So, kommt mal her. Justin hat Babum erlernt. Erde gelevelt. Sehr gut. Okay, Babum. Hört sich doch mal gut an. So, Moment. Ich glaube, hier nehme ich den Zerschnitter hier. Um die beiden hier abzuwerfen. Abzutreffen, genau. Abzutreffen, abzutreffen, abzuwerfen. Ja, super. Jetzt haben die noch gerade so ein kleines bisschen hier. Was nehmen wir denn? Knistern brauche ich jetzt nicht zu nehmen. Nee, das ist mir alles ein bisschen too much. Dann nehmen wir hier diese Fähigkeit. Zufälliges Heulen. Für das bisschen, was die jetzt noch haben. Und tschüss. Sehr schön. Da müssen wir jetzt mal gucken. Auftrank und hier nochmal diesen Käse da, den man nicht gebrauchen kann. So, Spezialattacke Justin. Hoppla. Bum Peng, hier haben wir Babum. So, dann kümmern wir uns jetzt nur noch um Wasser. Babum. Müssen wir uns gleich anschauen. Hoffentlich ist jetzt hier hinten noch ein Gegner. Ansonsten wäre das jetzt schade, aber da wird keiner mehr sein. Justin, du hast es endlich geschafft. Ja, jetzt kommen wir ans Ziel. Das ist kein Traum. Zeit, die Brücke nach Arlen zu erschaffen. Wirf die Medaille in die Quelle. Das wollte ich gerade tun. Also los. Jetzt kommt da bestimmt erstmal ein Wächter oder so, den wir bekämpfen müssen. Anscheinend ist meine Arbeit getan. Jetzt bist du dran, Justin. Du gehst voran.
Hm? Was meinst du, Guido? Kommst du nicht mit uns? Ich hab's gewusst, ich hab's schon immer geahnt, dass er nicht mit uns kommen wird. Weißt du noch, was ich gesagt habe, als wir uns zum ersten Mal trafen? Ich habe gesagt, dass jeder einen Platz in dieser Welt hat. Und das heißt wirklich jeder. Ich habe meine Rolle, die nur ich spielen kann, klar? Und das gilt auch für dich, Kamerad. Keine Sorge, du wirst es schon verstehen, wenn du in Arlen bist. Du wirst deine wahre Rolle finden. Meine wahre Rolle? Ich verabschiede mich nun. Justin, Fina, Rap, grüßt Lied von mir, ja? Aber sicher, Guido. Bis bald. Okay. Okay. Dann kann das vielleicht sein, diese Robe, die wir gefunden haben, wird dann noch um einen anderen Charakter stoßen. Wie schön das aussieht. Wow, this is high. Woohoo! Incredible. We keep zooming through the clouds. We're not going to be dropping down from here, right? Look, Justin. That must be a lint. All the answers will be there. Der Rap ist zu geil. Ging dem das voll ab? Das sieht aber auch sehr interessant aus hier. Das ist also Arlind. Ich habe es endlich geschafft. Pina, Rap, was sagt ihr dazu? Wir sind tatsächlich hier. Du hast es geschafft, Justin. Okay, Jess. Okay, lasst uns weitergehen. Lied wartet sicher schon. Okay. Ach, meine Güte. Moment, darf ich mich hier erstmal umschauen? Oh, Leute, wir sind leider schon an unsere Zeit angekommen. Ich kann jetzt hier nicht weitermachen, sonst wird die Folge hier schon zu lang und wir sind schon etwas drüber, in Anführungszeichen. Oh, Leute. Oh, Mann, ich kann es kaum erwarten. Ich werde auch die nächste Folge im Anschluss aufnehmen. Aber jetzt muss ich erstmal an dieser Stelle die Folge beenden und bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.